Pathfinder ist ein Fantasy-Rollenspiel, welches die D20-Mechanismen verwendet. Es hat wie die meisten D20-Systeme seine Wurzeln bei Dungeons & Dragons. Allerdings bemühten sich die Designer, die wahrgenommenen Mängel des Ursystems zu beheben und durch schlankere und elegantere Mechanismen zu ersetzen. Pathfinder kann sowohl mit Miniaturen als auch mit Aufstellern auf Bodenplänen gespielt werden, um taktische Ansätze zu verdeutlichen oder die Regeln visuell umzusetzen. Dies ist aber keinesfalls zwingend notwendig. Man kann auch, wie jedes andere Rollenspiel, ganz ohne das auskommen. Das Grundregelwerk der zweiten Edition präsentiert neben den Standardvölkern Elfen, Gnomen, Halblingen, Zwergen und Menschen mit den Unterarten Halbelf und Halborg als neue mögliche Abstammung die Goblins bereits von Anfang an. Zu den gewohnten Klassen, dem Barbaren, dem singenden Barden, dem gestaltwandelnden Druiden, Kämpfern, Klerikern, Magiern, Mönchen, Schurken, Waldläufern und Zauberern, die einigen als Hexenmeistern bekannt sind, stößt bei Pathfinder 2 der Alchemist. Es gibt auch Paladine, aber diese sind nur eine von mehreren Varianten der Klasse des Streiters. Die Progression und die Steigerung der Klassen wurden aufeinander abgestimmt und neu ausbalanciert. Pathfinder findet auf der Hintergrundwelt Golarion statt, kann von dieser aber auch abgekoppelt werden. Künftige Erweiterungsbände erhalten aber durchaus Optionen, die speziell auf den Kampagnenhintergrund Golarion abgestimmt sind.